Servus und herzlich willkommen zu Frank am Freitag. Jahresrückblick 2022. Es ist viel passiert. Unter anderem diesen Jahr ging es los mit Frank am Freitag. 300 Abonnenten. Vielen Dank dafür. Und eigentlich wollte ich diesen Channel nur machen, um ein paar Teile zu zeigen, die ich dann an Kunden verlinken kann, damit ich sie besser erklären kann, wie man sie einbaut und so weiter. Mache ich ja auch. Immer noch und ja, ich freue mich total, dass das so gut läuft. Ihr schaut meine Videos, ihr schaut meine Videos auch lange und dafür vielen Dank. Und morgen ist Weihnachten. Diese Woche habe ich nicht viel gemacht, außer mir Gedanken gemacht, was ich euch zeigen kann. Und da habe ich mir überlegt, ich mache heute und nächste Woche, einen Tag vor Silvester, jeweils einen Jahresrückblick. Heute Teil 1. Und das Jahr fing an mit meiner Carrera-Bahn. Die war zum größten Teil fertig, auch fertig dekoriert. Aber dann habe ich sie abgebaut, weil einfach dieses Business zu viel wurde. Das Videodrehen, das Autos bauen. Teile verpacken wurde zu viel, ich brauchte mehr Platz, deswegen die Werkbank. Und da komme ich dann am Ende nochmal zu. Dann haben wir ein X-Max gekauft, letztes Jahr schon. Und in diesem Jahr gingen die X-Max-Teile extrem durch die Decke. Wer meine Videos verfolgt, weiß, was es mittlerweile alles für den X-Max gibt, nämlich fast alles bis auf Dämpfer und Karosserie und Dämpfertürme. Es fing alles an mit dem Motorhalter, mit Lüfterabdeckung für die großen Motoren. Mittlerweile habe ich sehr viele Komplettsets verkauft, bestehend aus Ritzelset, Motorhalter, Ritzelabdeckung und Getriebeabdeckung. Gibt es natürlich in verschiedenen Farben. Dann habe ich meinen eigenen X-Max fertig gebaut, so als Muster quasi. Und da wurde mir dann ein Angebot für gemacht, was ich nicht ausschlagen konnte. Mittlerweile haben wir das sogar das mittlere Chassis für den 12S-Umbau. Also die X-Max-Teile sind tierisch abgegangen. Dann haben wir meinen Infraction gebaut. Ich habe mir einen ziemlich durchgenudelten Infraction gebraucht gekauft, habe alle Teile entlackt, teilweise poliert, Widerbandteile eingebaut und ihr kennt ihn, da oben steht er. Hatte noch keine Möglichkeit, den mal ordentlich zu testen, was er so auf die Strecke bringt, aber der Bau hat unheimlich viel Spaß gemacht. Dann im April, Mai kam der Kollege hier, der Sledge, auf den Markt. Den haben wir im Video. Das Video findet ihr auf meinem Kanal. Zerlegt, Einzelteile in Tütchen verpackt und ans Werk Vitamon geschickt. Und mittlerweile gibt es auch hier fast ein komplettes Modell aus Alu. Und auch diese Teile werden echt gut verkauft und gekauft von euch. Dann waren wir am Hemelsee, erstes Bescher-Treffen. Für mich das allererste Bescher-Treffen überhaupt. Ich bin ja auch eigentlich gar kein Bescher. Aber ich wollte euch einfach mal persönlich kennenlernen. Hat auch ganz gut geklappt. Ich und der Dustin waren vor Ort, hat sehr viel Spaß gemacht. Und das war halt eher eine Erfahrung, die wir nicht missen wollten. Und nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Kurz danach habe ich mich mit dem Adrian Metz unterhalten. Wir sind eine Partnerschaft eingegangen und der Metz verkauft nun Vitavon-Teile für Traxas und Arma-Modelle. Traxas in Schwarz Schwarz und Silber und Arma in Rot und Silber. Geschäft läuft gut. Der Adrian ist nicht davon ausgegangen, dass das so schnell so gut anläuft, aber die Teile sind begehrt. Jeden Monat eine Riesenmenge an Teilen, die er neu bestellt und wieder in den Shop aufnimmt. Da sind wir alle sehr zufrieden mit. Dann haben wir den TRX6 Hauler gekauft und natürlich umgebaut. Da oben steht er. So augenscheinlich noch ganz original, aber wer meine Videos verfolgt, weiß, wie der von unten aussieht und was er alles drin hat. Und Anfang des Jahres machen wir dafür den Anhänger fertig. Ich habe schon einige Teile dafür.
Zusammen, Rahmen und alles ist schon dort. Achsen und Links kommen im Januar. Und dann schaue ich mal, wie ich die Achsen vom Anhänger auch antreibe. Dann werde ich oft gefragt, was das für ein gelbes Auto im Hintergrund. Hin und wieder in meinen Videos seht ihr einen gelben Mercedes. Und das ist auch in diesem Jahr passiert. Im August haben meine Frau und ich uns entschieden, einen A35 zu kaufen. Haben einen gefunden. Wir hatten vorher schon eine normale A-Klasse in Gelb. Und für uns, bei Mercedes gibt es halt nur langweilige Farben. Deswegen blieb nur Gelb. Und da ist er nun, haben wir uns angeschafft und sind da ganz happy mit. Dann habe ich im Frühjahr sehr, sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, meinen Pool zu bauen. Mit tatkräftiger Hilfe von Anton. Per Hand 16 Tonnen Beton verarbeitet, Fliesen gelegt, einen Deckel gebaut und so weiter und so weiter. Das hat alles gut geklappt. Wir hatten einen schönen Sommer im Pool. In einem meiner Videos habe ich euch mal gezeigt, dass ich einen neuen Pooldeckel baue mit Wasserablauf und so weiter. Der ist noch nicht ganz fertig geworden, krankheitsbedingt und wetterbedingt. Aber Anfang des Jahres wird auch das erledigt. Eine neue große Sparte bei uns ist oder sind auch die GRC-Lüfter. Früher habe ich die Thunderous-Lüfter vertrieben, dann haben die aber das Geschäft eingestellt, dann waren sie nicht lieferbar und was auch immer. Also habe ich mich selber dran gemacht und nun baue ich Lüfter zusammen als Set für allmögliche Kombos von Max 8, 6, 5, 4, die XLX2, was es alles so gibt für alle Motoren und so weiter. Und ich war erst skeptisch, soll ich das machen mit den Lüftern, aber 163 verkaufte Lüfter ist okay. Ne? Kann mehr sein, hätte aber auch deutlich schlechter laufen können. Also meine Arbeit, die ich mache, nicht nur Teile importieren von Vitavon, sondern auch an den Autos schrauben, bauen, für euch Kombos einbauen, das erwähnte X-Max-Set einbauen. Da habe ich, glaube ich, dieses Jahr fünf oder sechs Modelle hier gehabt von Kunden, die ich dann umgebaut habe. Und also macht Spaß und das mache ich auch gerne. Dann haben wir den TRX4 Sport gekauft als Unassembled Kit. Den wollte ich ja kurz zeigen. Da ist er. Mittlerweile fertig. Das Kingblau von den Dämpfern übernommen. Für die Links, für Getriebegehäuse. Max 10 SCT 4S Combo. Reifen habe ich leider noch nicht. Aber mir wurden sie noch. Ja, mir wurden versprochen, dass sie rausgeschickt werden. Also ich hoffe, dass ich zwischen den Feiertagen dann mal die Gelegenheit habe, den Reifen drauf zu ziehen und den mal zu fahren. Der läuft aber soweit schon. Zeige ich euch kurz. Wo ist der Schalter? Den muss ich noch irgendwo hinmachen. So. Lenkung läuft. Und erster Gang, zweiter Gang. Das sieht alles sehr ordentlich aus. Aufkleber fehlen mir auch noch. Das heißt, die Karosserie ist noch nicht beklebt. Ich habe mir schon ein Design erstellt. Das wird dann auf meinen Wunsch hin gedruckt. Und ja, freue ich mich drauf. Wenn der fertig ist, zeige ich ihn euch. Und dann mache ich mal ein paar Fahrvideos. Da bin ich ja überhaupt nicht zugekommen dieses Jahr. Fahrvideos, egal von welchem, mit dem UDR habe ich mal ein paar gehabt. Aber ja, mit dem TRX6, aber nicht der Rede wert. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ein neues Projekt für Anfang des Jahres habe ich auch schon neben dem Anhänger und neben dem Sport fertig machen. Werde ich mir einen Bäscher zulegen, den auf Alu umbauen und dort
oder damit in den Skatepark gehen. Seid gespannt. Ich halte euch natürlich, ne, auf den Laufenden und dann zeige ich euch und beweise euch, dass es dass, das Vitavon Alu bashbar ist. So, nächste Woche Freitag gibt es den zweiten Teil von dem Video. Ich habe jetzt eigentlich schon viel zu viel erzählt. Mal schauen, was ich nächste Woche dann noch alles ins Video unterbringe. Und dann bleibt mir nur zu sagen, habt fröhliche Weihnachten, habt eine gute Zeit, genießt die Zeit mit euren Familien, lasst euch reich beschenken und wir sehen uns kurz vor Silvester wieder. Ciao, ciao.